Dann muss ich ja entweder da oder da. Ich habe hier nur zwei Möglichkeiten. Das sieht richtig aus. Da bin ich wieder im Käfig. Sozusagen. Gut, dann... Ah, da ist ja die gelbe Tür. Das war ja einfach. Das war ja einfach. Sind das etwa You cannot open this door Türen? Ich glaube aber nicht. Nein, natürlich nicht. Ich sollte mal eine Mega verwenden, mal wieder oder Smart. Hier liegen überall Raketen rum. Ich mach's mir viel zu schwer. Ich schieb's aber mal wieder auf den Skill. Damit ich es halt ein bisschen schwerer hab. Weil es sonst zu leicht wäre. Hm, wird mal wieder Zeit. 12. Weiß ja nicht, ob das jetzt schon ein Rekord ist, 12. Ich glaube, bei den ersten Level hatte ich am meisten Probleme. Und mehr Speicherstände. Da kreischt was. Kann ich da einfach durchlegen? Ich glaube, das klappt nicht, aber ich probiere es trotzdem. Nee. Nee, 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 nee. Gesehen, mit einem Schuss hatten wir irgendwie 50 Schildpoints abge... Ne, gar nicht. Ich habe ja jetzt über 100. Das waren nur 10 oder so. Das wäre auch lächerlich gewesen. Absolut lächerlich. Wieso stirbt der einfach nicht? Oh, wieso ist denn da ein Hulk? Muss doch nicht sein. So, den muss ich jetzt noch töten. Also den Typ hier. Ist das überhaupt möglich durch die Dinger? Irgendwann schon. Ich speichere mal neu. Vielleicht passt es ja so. Da unten ist er, der Depp. Und da ist die rote Keycard. Wenn ich es klug anstelle, kann ich ihn vielleicht von hier aus treffen. Oder er trifft mich. Er will das genauso klug anstellen. Ach, ich komme hier gar nicht weiter. Was ist das denn? Hier geht's doch gar nicht weiter. Was soll das? Wie soll ich denn hier reinkommen? Ey, was ist das denn für ein Dreck? Wieso trifft er mich da? Ich bin ganz weit weg. Speichern. Die Rakete kommt zwar nicht durch, aber sie macht trotzdem so derbe Schaden. Das wird wohl kaum tief genug gehen. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Nicht für mich. Ich kann mich ja hier auch nicht irgendwo hinter verstecken. Kein Platz. Ich bin hier irgendwie falsch, denn ich komme hier gar nicht weiter. Ich könnte es versuchen, dann ein paar Homings durchzuschicken, wenn ich dann irgendwann zum Zug komme. Aber sobald er dann schießt... Ha, ha. So, hier vielleicht durch. Geil. Durch die Lücke sollte es zwar nicht. Ja, ich habe gar keine Chance. Er schießt dann einfach. Dann muss ich höchstens unsichtbar sein oder so. Wie er mir noch eine mitgibt. Ich bin ganz auf dem Boden. Er sieht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. So. Muss mir einen anderen Weg einfallen lassen. Da geht's jedenfalls gar nicht. Ist ja fies. Da, nach oben. Irgendwie. Irgendwie. Jetzt habe ich da auch schon mal einen Gang zu sehen.
bekommen. Es war aber nicht da hinten, da kam ich nur bis hier hin. Und dann ging es nicht weiter. Ich frage mich, wie ich in den großen Raum reinkommen soll. Mal wieder, das Level hat echt eine Menge Rätsel. Unnötige. So, hier runter und dann darüber vielleicht. Nee, sieht nicht so aus. Das wäre nicht so eine Schräge. Hatte ich nicht noch irgendwo einen Gang? Genau, da ist noch eine gelbe Tür. Da war ich noch nicht drin. Das wird die richtige sein. Gut, dass man da noch mehr Möglichkeiten hat. Ah, gut, dass da noch einer wartet. Ah, mein armes Schiff. Tue ich mir jetzt aber nicht an. Die 40 behalte ich jetzt. So, speichern. Ha, ha, ha. Wie er mich halt trotzdem trifft. Weil ich so viele Megas gesehen habe. Warum nicht? Hat er mich nicht mehr getroffen? Schön. Ich hoffe jetzt mal, dass ich zu den Megas auch noch komme. Das wäre sonst blöd. Ja, da komme ich hin, wo ich hin will. War vielleicht auch nicht so schlecht, dass ich zuerst den anderen Weg gegangen bin. Aber nur vielleicht. Na, was haben wir hier? Die Rakete, ne? Ja! Für den anderen könnte ich jetzt noch eine verwenden. Da ist ja noch eine. Mal gucken, ob das notwendig ist. Er ist schließlich über der Lava, also sollte ich das auch anders hinkriegen können. Vielleicht. Ich bin ja schon wieder in so einem Käfig. Ich dachte, ich wäre jetzt im großen Raum. Ah, da geht's auf. Ach ja, andere Seite. 3 Megas noch. Da muss ich schon aus Prinzip eine Mega jetzt verwenden. Für den Typen. Immer noch 40. Edgy Badge. Diesmal klappt's nicht. Ja, so klappt's aber. Gut, meinetwegen. Ob die da durchkommt? Ja, fast. Moment. Ah, hier geht's tatsächlich rein. Schön zu wissen. Ey, der will mir jetzt aber echt die Probleme machen. Kann ich mich hier dann noch kurz verstecken, hier oben? Und dann von hier? Ast rein. Die Megas sind echt die beste Waffe hier. Leider gibt es halt so wenig davon. Ah, jetzt weiß ich aber, warum es hier so viele Megas zu sammeln gibt. Na gut, die hat jetzt nicht getroffen. Aber die ist trotzdem irgendwie besser zielsuchend als die Homings, finde ich. Auch wenn das jetzt kein guter Beweis dafür ist. Denn der andere war doch hier links, oder? Danke. Keine Fusion. Fusion ist kacke. Kann man halt nie gebrauchen. Das ist eigentlich ganz cool. Schön anzusehen, sagen wir es mal so. Roter Schlüssel, endlich. Haben wir es fast geschafft. Nur noch die rote Tür, die haben wir doch auch schon irgendwo gesehen, da hinten. Erstmal noch die Megas jetzt einsammeln. Mir fehlen ja jetzt wieder 2, genau die 2. Und eine hätte ich noch in petto. Im Pedobär. Wie geht's denn jetzt hier raus? Da oben. Und da unten. Und da gerade. Und dann hier raus. Richtung rote Tür. Da haben sich echt die Entwickler irgendwie die Gehirne verrenkt, um dieses Level irgendwie zu kreieren. Schätze ich mal. So, ist jetzt hier wieder was gespawnt? Das wär's doch. Nee? Gut. Ah, jetzt muss ich wieder diesen scheiß Umweg fliegen. Vielleicht komme ich aber erstmal bei einem Energiecenter vorbei. Energiecenter. Jetzt muss ich mich wieder besinnen, wie es dann eben überhaupt dahin ging. Mein armer Kopf
Es ist spät abends. Und jetzt muss ich das auch noch rausfinden wieder. Das Dumme ist ja, dass ich da schon war und dann vergesse ich sowas wieder. Hier auf jeden Fall nicht, das ist klar, aber ich wollte trotzdem mal nachgeguckt haben. Da in diesen großen Raum muss ich wieder zurück. Ich glaube hier durch, oder? Da hat wieder was verdächtig geleuchtet. Es waren die Gefangenen. Und sonst gar nichts. Hätten wir das auch nochmal geklärt. Dumm, die dumm. Die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ich glaube, ich muss durch die blaue Tür wieder. Höchstwahrscheinlich. Und dann? Ne, nicht durch die gelbe. Ich kam ja schon in diese großen Räume, bevor ich durch die gelbe bin. Ja, genau, hier war das. Perfekt, da habe ich doch wieder ein bisschen Resterinnerung zurückbekommen. Ich muss es mal zuwenden, Zwei Smarts. Smarties. So, finde ich jetzt irgendwo mal den lang ersehnten. Da waren auch noch Smarts, ich weiß. Viel zu viele Smarts. Ah, jetzt könnte ich ja Verwundbarkeit und Unsichtbarkeit verwenden. Ist halt die Frage, brauche ich es unbedingt? Ich gucke erstmal so rein, natürlich. Wie immer. Das Exit habe ich noch gar nicht gefunden, ne? Oder doch, war das das da rechts hier? Hier oben, das muss es eigentlich sein. Ganz schön weit weg, oder? Ja, ich denke mal, das hier kriege ich jetzt noch so hin. Oh! Gut, holen wir uns Unsichtbarkeit und Unverwundbarkeit. Für den Anfang zumindest. Warum nicht? So. Warum bin ich so vorsichtig? Ach, die sehen mich ja jetzt nicht, ne? Wo ist jetzt der Bohrer und so? Boah, wie viele! So, ich speichere mal neu. Bietet sich gerade an. Ja, genau. 14. So. Ich hätte es auch besser machen können, ich weiß. Aber vielleicht klappt es ja. Vielleicht reicht das schon. Vielleicht braucht man nicht mein Bestes. Ich glaube schon. Da sind viel zu viele Hulks. Jetzt weiß ich auch, warum es so viele Megas gab hier. Wisst ihr was? Ich mach das ein bisschen anders. Ich restore das nochmal. Speichere dann auf 15. Und probiere es gerade nochmal. Mit ein bisschen mehr Angriffswut. So. Nehme ich nur auf die roten Hulks. Das ist am wichtigsten. Der Rest kann mich erstmal. Auch wenn sie sich da ins Feuer drängen. So. Wo sind die restlichen? Ihr müsst doch noch sterben. Nur ihr noch. Du noch. Na gut, ist jetzt auch egal. Oh, ich kurz speichern und 16. Nochmal kurz in Sicherheit. Oder war hier noch jemand? Da ist noch jemand. Aber ich glaube, jetzt kriege ich es hin. Hier bin ich jetzt soweit ganz gut durchgekommen. Das war eins zu weit. Er hat mich zwar erwischt, aber wenn ich ihn jetzt noch töten kann, dann macht mir das nichts. Genau. Schön. So schlimm ist das gar nicht hier alles. Ui, das kann mir noch nützlich sein. Brauche ich es wirklich noch? Ich nehme es aber mal mit. Und dann haben wir es fast geschafft. Ein Hulk ist noch da, meines Wissens.
vielleicht kann ich ihn auch einmal ignorieren, wenn er mich lässt. Dann habe ich das letzte Ash-Level wahrscheinlich. Anders als das vorletzte. Geschafft gleich. Yay. Schnell nochmal speichern auf 17. Mal gucken, ob ich es jetzt schaffe rechtzeitig hier raus. Kaum Energie, es gibt kaum einen Bonus und... Boah, da muss ich geradeaus fliegen. Ob ich da auch wirklich durchkomme? Ich glaube ja nicht. Geradeaus, versuchen wir es. Und jetzt bin ich ganz woanders, ich hab's geahnt. Ich glaube, das geht gar nicht. Aber ich probier's trotzdem. Ich will jetzt eigentlich nicht in diesem Level dann damit anfangen, mich kaputt machen zu lassen. Ah, da ist es auch schon. Das war ja ganz einfach. Hey, ich habe sogar die Gefangenen befreit. Fast alle Gegner besiegt. Alle Räume erkundet. Da bleiben keine Menschen offen. Höchstens, als ich noch ein bisschen Energie getankt hätte, ein bisschen mehr Schild behalten hätte, aber... Blub, braucht keiner. Bluto Military Base destroyed. Letztes Level. Boss, was ist da für eine Einweisung? Da bin ich gespannt. Unser letztes Briefing sozusagen. Vom Hauptquartier nach dem Pluto, wie immer. Das allerletzte Ziel ist die extrem unsichere Mine MN. Extrem unsicher. MN8838 auf Mond Charon. Oder Charon. Oder Charon. Weiß nicht. Halten Sie bis Einsatzende Funkstelle. Habe ich das hier anders gemacht? Bereit machen zum Abstieg. Yay. Yeah. Ich kann mir schon denken, wie ich begrüßt werde. Ah, ich habe gesagt, der Bug ist da. Denn es ist auf jeden Fall ein Bug. So. 27, allerletztes Level. Freuen wir uns drauf. Das mache ich dann sofort im Anschluss. Erstmal muss ich die Musik wechseln. Bis dahin sage ich dann erstmal Tschüss. Mein Name ist Sam. Ciao, ciao.